Ja, hallo, willkommen zurück. Ja, jetzt will man es wohl wissen. Internetcafé und Supermarkt Simulator in einem. Ja, was haben sich die Entwickler hierbei gedacht? Ich bin mal gespannt. Also, auf jeden Fall ist wieder unser Business-Sinn wieder gefragt. Mal sehen, scheint es wieder auf kuriose Art und Weise. Wir werden es ganz, ganz, ganz klar hier ausmachen. Aber trotzdem schauen wir uns was mal an. Gehen mal in ein neues Spiel. Den Shop-Namen, das war ja wieder klar. Ich habe noch keine Ahnung, wie das denn hier aussieht. Das ist schon wieder kacke, jetzt wird wahrscheinlich wieder überfordert. Irgendein Name wäre hier halt, was wäre ein ganz guter, also Internet, Café und Supermarkt in einem. Shop. So, 24/7 Shop, genau. Das passt, glaube ich, ganz gut. Und schon wird geladen. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier rausgeht. Tag 1, wir haben 2000 Dollar. Was ist jetzt? Bewegen. Ja, ja, das ist klar. Springen. Ah, springen können wir auch, das ist schon mal gut. Und oh, die Hände wieder. Das wird wieder lustig. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier abgeht. Ich hoffe, dass das hier immer ein bisschen fesselt, das Game. Internetcafé, die letzten, die waren ja nicht alle ganz so begeisternd. Oh, das ist, dass sie einem immer so ein tristes Zimmer geben am Anfang. Das ist ja echt unfassbar, ne? Mission erfüllt. Oh Gott, wir haben eine Mission erfüllt. Wir haben die Tür aufgemacht, sind rausgegangen. Rennen können wir auch. Oh, da sehe ich schon wieder die Marke. Wasser und... Oh, nein. Es gibt nichts Schlimmeres. Oh, die Grafik ist echt... Oh. Jetzt habe ich alles wirklich hochgepowert an Grafikleistungen. Und für ein Spiel im Jahr 2024 ist das... Naja, gut. Das ist unfassbar, wie schnell mir Missionen erfüllen. Weißen Schalter, was? Auf der linken Seite. Der hier. Ja, und wieder mal ein Game, wo man auch natürlich gleich wieder den Besen in die Hand nehme oder sowas wahrscheinlich. Der Laden wurde schon lange nicht mehr gepflegt und es war der Müll. Ja, drücken Sie die Tab-Taste. Okay. Sie müssten so mal gehen, um ein paar praktische Werkzeuge zum Reinigen kaufen. Oh, wir haben einen Supermarkt direkt gegenüber. Also das heißt, wir haben so eine Art... das ist wieder so ein bisschen wie Zombieland, ne? Wie die hier rumlaufen. Nee. Der rennt oder joggt der? Oder hat er gerade was gestohlen oder was? Das kommt mir so bekannt vor. Erinnert ihr euch? Huga Café Simulator? Sind wir auch immer in so einem... Da können wir wahrscheinlich Kaffee trinken, sind wieder fit und wach und Brötchen essen, alles mögliche, ne? Gemischtwarenladen. Der hat Besen. Die hat Besen. Ja, tatsächlich. Kaufen Sie einen Besen, einen Mülleimer und 5 Müllsäcke. Ach, Müllsäcke müssen wir jetzt auch kaufen. Müllbeutel, nein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haben wir gleich 10. Wie sieht's denn aus? Ich hoffe, dass das jetzt wieder nicht zu schnell abfällt. Oh, hier gibt's Hotdog. Hier gibt's Fritten. Burger. Eine Pizza. Energie plus 35 zum Beispiel. Ja. Ein Rucksack hätten wir auf jeden Fall auch. Das heißt, ich könnte jetzt einen Burger und könnte hier reinschieben. Einen Rucksack schieben wahrscheinlich, ne? Okay. Also wie gesagt, das sieht hier aus wie Zombieland, so wie das Video, ja, das Tal der lebenden Leichen. Aber andererseits, so wie wir unsere Hände halten, naja, viel besser sind wir auch nicht. Zumindest haben wir einen schwungvollen Gang. So, jetzt können wir aber... Ne, wir brauchen eigentlich... Ja, wie nehmen wir es auf?
Ah, wir müssen weiter weg sein, ne? Ich weiß jetzt schon, die kommen wieder mit Kackschuh hier rein. Das war der erste Müllbeutel. Ich werd verrückt. Irgendwie versuchen die Entwickler, die Leute einfach nur, es einfach nicht leicht zu machen, sondern es muss einfach schwer sein. Ja, und die Müllbeutel, wie kriegen wir die weg? Achso. Ah, okay. Boah, geh mir langsam. Also ich versuche es einem immer ein bisschen schwer zu machen und so weiter. Wenn, irgendwie werden da manchmal so ein bisschen fiese Dinge da mit reingebracht, die eigentlich gar nicht sein müsste. Aber gut. So, das ist jetzt alles. Wahrscheinlich geht es in die Richtung weiter. Vom Gebäude. Ja, ja, bis dahin. Naja, sieh doch schon mal ganz praktisch aus. Ich bin mal gespannt, wie das Game ist. Ich habe ja das hier jetzt gerade neu angefangen und noch ein anderes. Der Outlet Store. Einfach so mal, um die Zeit zu überbrücken, wo viele, viele gute Games immer noch auf sich warten lassen. Das ist echt der Wahnsinn. Aber egal. Öffnen Sie den Webbrowser, ja. An Abai-Markt. Abai. Achso, nee, nicht schlage. Okay, wenn das jetzt jedes Mal so startet. So, Webbrowser. Abai-Markt und kaufen Sie erste Computerausrüstung. Für Internetcafé. Da geht's wieder los. Fangen wir an mit der mit simple Tische. Ich würde versuchen, Mod 2, aber weiß ich nicht, wenn wir sehen. Ein Stuhl braucht. Ja, genau so. Die kennt man aus dem Garten, ne? Wenn die schnell umfalle, wenn man ein bisschen zu schwer ist. Computer. Alter Computer, genau. Weißer Bürocomputer. Schwarzer Hochleistungscomputer. Ja, 790 ist ein bisschen heavy jetzt im Moment für uns. Aber er ist er noch gar nicht. Okay, verfügbar. 1, 2. Na super. 1, 2. Da freuen wir uns ja schon drauf. Auf die Lieferung. Die Tastatur, Maus, Computer, Host, ein Tisch, ein Stuhl. Die Maus fehlt noch. Wir haben doch alles, oder nicht? Supermarkt, das ja für den Supermarkt später. Klimaanlage, ja, ja, das erinnert mich an alles Mögliche wieder. Vor allem an eins. Wenn mir jetzt noch vom Kamel beliefert werde. Registrierkasse brauchen wir auch noch. Was ist denn der wahre Korb? 816. Nicht, dass mir jetzt zu teuer war, ne? Ja, ja, wir gehen auf alles zurück, auf das Bestätigung. Wie kommen wir hier raus? Ah. Oh, da kommt ein Stapler direkt gefahren, okay? Auch mal nicht schlecht. Oh. Jo, wirf's da hin. Wirf's da hin. Lass mal jetzt mal stehen. Alles Dinge, die ich im Moment gerade nicht. Ja, ich will es nur mal. Jetzt muss das auf dem Tisch stehen, wahrscheinlich, ne? Ah, oh, das kann doch nicht wahr sein. Das war übrigens falsch rum, was ihr da geschrieben habt, Leute. Ne, hier steht Ort. Das wäre platzieren eigentlich, so wie hier. Ist aber tatsächlich. Achso, nee, der meint die dunkle, schraffierte Maustaste. Okay. Geht immer noch nicht. Also, wegwerfen. Wirf's auf den Boden, genau. So, das wird der Tisch sein, hoffentlich doch. Kann man's, nee, kann man nicht sehen. Ja.
Es ist echt ähnlich wie das andere. Also machen die, haben die keine Idee mehr? Also da oben ist wieder alles. Nee. Ne, da oben wird es wieder angezeigt, genau wie im Internet-Café-Simulator. Habt ihr ein Glück, dass ich das spiele? Da braucht er nicht alles selber immer zu kaufen. Manchmal hat es dann doch einen Vorteil, ne? Stuhl ist akzeptiert, jawohl. Da kommt Freude auf mit dem Monitor. Erinnere mich an alte Tage. Echt, oh, Wahnsinn. So, darf der unter dem Tisch stehen oder muss er dann draufstehen? Das werden wir glauben und testen. Nee, ist alles rot. Zack. So, ziemlich großes Paket für die Maus raus, aber soll jetzt mal egal sein. Jawohl. Gut, dass wir die Kartons noch wegwerfen müssen. Ja, das war eine Mission, ne? Wahnsinn. Sind wir richtig stolz drauf. So, vergessen Sie nicht, den Store auf Ihrem Computer zu öffnen. Sie kommen zu Kundenbesuch. Die Schaltfläche öffnen, befinden sich im computerrechten Computer-Desktops. Ja. Das kann ich mir schon wieder fast vorstellen. Online-Mitarbeiter. Verbesserte Internetgeschwindigkeit. Also da gibt's. Kostet das nur einmalig oder so? Keine Ahnung. Mission erfüllt. Was ist das? Oh, das ist aber sehr klein geschrieben. Boah, Wahnsinn. Das ist $14,50 die Stunde wahrscheinlich. Ne? Preis anpasse. Geeignet, ja. Ich glaube, das geht im Moment noch gar nicht. Aber gehen Sie zur Netzwerkverwaltungssoftware auf Ihrem Computer und genehmigen Sie den Start. Sind wir da jetzt gerade drin oder nicht? Ja. Ah, das ist dann okay. Man kennt es ja. Mal gucken, was er guckt. Ein Ballerspiel, ne? Naja, zumindest mal ganz nice, zumindest mal mit Fensterdach. Das wird im Sommer bestimmt schön heiß, was uns dann schon wieder auf die Klimaanlage bringt. Wo geht er hin? Ah. $14,50, ja. Dankeschön. Kein Trinkgeld, okay. Oh, Steckdose haben wir auch. Lichtschalter. Es gibt jetzt halt kein elektrisches Licht. Ja. Da kommt schon die nächste. Das mit dem Freischalter wird wieder doof. Ich hoffe, dass das wieder irgendwie automatisch geht oder sowas. So als Tool. So, auf die Hake müssen wir draufdrücken. Spiele. Tic-Tac-Toe. Okay. X. Null. Ach so, das muss ich machen. Okay. Wie blöd, ich spiele gegen mich selber, oder was? Super. Ja, weg, komm. Kuh war das. Da steht sie schon, die Kuh. Die war wahrscheinlich happy und glücklich. Naja, wenn das das Einzige ist hier im große, in 1000 Kilometer Radius, dann was? Recycling old, Gebrauch der Produkte. Boah, der muss ganz dringend spielen. Ja, Mann. Gut, zumindest, ich meine, beim letzten Mal, beim alte Kaffeesimulator, dann war noch eine lange Animation dabei, bis er sich erstmal gesetzt hat. Das war ja auch nicht gerade besonders gut. Achten Sie auf Ihren Körperverbrauch. Und wenn Sie hungrig und durstig gehen, sind Sie super. Und ja, genau. 82, 84, das ist noch gar nicht viel, aber wir müssen es machen. Schon ist die Mission nicht erfüllt. Ein Hotdog bitte. Kaufen und in den. Ah, okay.
Nehmen wir mal einen mit. Eine Pommes mit. Ein Kaffee nehmen wir mal mit. Nicht so viel Geld ausgeben, Vorsicht. Eine Coke. Und. So. So, haben uns die Tür wieder in die Fresse. So, ja. 24/7 Shop, das klingt ganz cool eigentlich. Manche sind hier voll motiviert. Das klingt eigentlich ganz cool. Oh, die will bezahlen. Der will bezahlen. 14 Dollar, 15 Dollar, ein bisschen wenig. Was denn jetzt? Achso, ja. Daran muss man sich wieder gewöhnen, dass man jeden Platz wieder einzeln freischalten muss. Aber mal gucken, ob das nicht irgendwie automatisieren, zu automatisieren geht oder vielleicht ein Mitarbeiter oder keine Ahnung. Oh. Stell nochmal ein Schlückchen Kaffee. Level 2, 38 von 40, das haben wir schon fast erreicht. Sauberkeit 100%, ja, das ist ja echt eine saubere Lade. Guck das mal an und wie geil der aussieht hier. Control hinhocken. Ah, können wir in die Hocke gehen? Hut für 5 Sekunden ausblenden, was? Hut, wo war das? Die Haare drücken. Das ist aber mehr wie 5 Sekunden, jetzt kommt's gar nicht mehr. Jetzt ist wieder da. Das ist aber komisch. Warum soll ich das ausblenden? Und T schließen Sie dieses. Achso, die. Ja, genau. Tippserver, ja gut, das kann man ja. Brauchen wir nicht. So, Leute, ich habe geöffnet. 24/7. Also das heißt, 24 Tage an 7 Stunden. nee, wir haben 7 Stunden geöffnet an 24 Tage. Nein, 24 Stunden in 7 Tagen und 7 Tage haben wir geöffnet. Also immer. Wahrscheinlich muss ich nachts schlafen oder ich hole mir ein Bett, wo ich hinter dem Computer... Ey, du Schratze, ey, das gibt's wohl nicht. Das kostet aber extra jetzt Gebühr. Nee, immer noch nicht. 14,50 Dollar. Das ist das, was mir immer uns gewünscht habe, ne? So. Okay. Das ist das allererste, was ich wieder haben will, dass das hier automatisiert freigegeben wird. Das ist ja, oh, das ist ja wirklich, wie komme ich denn da dazu? Ne, das machen wir noch nicht. Was wollte ich dann? Webbrowser, doch. Also hier. So, machen wir gleich eine zweite Runde, das bringt ja sonst nichts. Wenn jetzt sogar... Wir sind da zweimal drin. Ach, ich habe den Tisch zweimal drin, okay. Stuhl. Computer. Mal gucken, wie teuer der Preis wird. Aber ich glaube, das lohnt sich hier direkt einzusteigen ins Business. Boah, wenn ich so einen Laden aufmachen könnt, mit einem alten, verranzten Computer und so weiter, dann könnt damit schon Geld verdienen. Ne, das sieht doch gut aus. So, das machen wir gleich wieder weg. Das geben wir frei. Und wahrscheinlich steht direkt wieder neben... Ja. 620 im Moment. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie schnell wir jetzt zu Geld kommen. Wenn wir das Ganze gleich richtig in die Hand nehmen. Oh, was sehe ich noch drüber? Supermarktlage. Das gibt unser Lager, oder was? Ja. Feini. Das ist so ähnlich wie dieser Supermarkt-Simulator, wo ihr extrem viel im Internet gastiert. Und aus dem Internet ist KW-Simulator, ne? Dort ist gleich einer, zwei Games auf einmal gemacht. So, Computer werfen wir mal rein. Boah, das ist... Mit einmal anklicken wäre mir das eigentlich lieber, als immer eine Taste zu drücken, um irgendwas aufzuheben oder so. Ich setze mal ganz banal nebeneinander. Computer schnell freischalten und natürlich abkassieren. Oh, ich merke schon, wir brauchen bald Licht, ne? So, cool war das. Eigentlich ist es tatsächlich, ich meine, auch wenn wir hier interessant mal zugucken, wie das Spiel auch hier ist, dieses Game gemacht worden ist und so weiter,
eigentlich haben wir es jetzt mittlerweile schon mindestens 5-6 Mal gesehen. Ne? Es ist eigentlich immer dasselbe. Aber was wollen wir tun? Und doch reizt es mal wieder reinzugucken, ne? Ich komme gleich zum Abkassieren. Aber ich glaube, mir liege ganz gut dabei, wenn wir hier jetzt wirklich schon ein zweite bzw. ein dritte Computertisch bereitstelle. Da kommt erstmal ein bisschen Kohle rein, wenigstens. Nein! Ach ja, komm! Was er da rumschlägt. Hält sich auch für das Stärkste, oder? Ja, und noch ein Stühlchen. Ich glaube, den stellen wir lieber auch ein bisschen gerade hin. Der will zocken. Gut, dass wir wenigstens Mondschein haben, herrlich. Das Spaten zeigt wieder eine Glühbirne. So, die Maus. Dann müsste der hier schon vollständig sein. Jawohl. Ups. Mäuse wollt ihr ewig leben. So, jetzt die Tastatur noch und dann... Jawohl, geht's. Ja, da wird schon alles besetzt. Sehr gut. So, abkassieren. Zack, ne? Jetzt läuft's Business. Jawohl. Alle drei schon besetzt. Die Nachtschwärmer sind hier am Zocke. Ne, sie guckt eher was. Sie guckt ein Reisevideo oder so. Oder gibt es so diese Walking-Videos, ne, wo die Leute einfach nur durch Städte laufen und ihren Weg damit aufzeichnen. Nur das ist ein Drohneflug offensichtlich. Der zockt was. Der guckt dasselbe. Könnt ihr doch zusammen gucken. Na, egal. So, zack. Zack. Geht natürlich nur immer nur hier. Ne? Aber bald kriegt man noch eine Kasse. Ja, oh, jetzt wollte ich, na komm, dann mach ich das zuerst. Erfahrung. Wir gewinnen an Erfahrung beim Saubermachen. Das kommt mir jedes Mal so vor, wenn ich auch zu Hause sauber mache, dass ich an Erfahrung gewinne. Niveau Computerausnutzung. Niveau der Computerausstattung. Ja, achso, ja, ist halt schlecht, klar, logisch. Aber im Moment müssen wir erstmal Geld verdienen, bringt ja nichts, so. Wie kaufe dann eigentlich eine Glühdirne? Wahrscheinlich hier. Dekoration. Das ist so ein bisschen viel. Kaffee haben wir noch nicht. Klingt ganz cool, aber ne? Lampen. Können wir überhaupt eine Deckenlampe aufhängen? Glaube ich nicht. Deckenleuchte. Gehen wir gleich wieder ins Startmenü. Da schalten wir frei. Dann steht wahrscheinlich wieder jemand. Oh. Alle bleiben nur eine Stunde. Das ist schade. Vielleicht muss... Oh nein. Vielleicht muss es doch einfach nur... Da brauchen wir den Müllbeutel, oder? Ja. Alle bleiben im Moment nur eine Stunde, das ist schlecht. Ist was, was? Ja, wenigstens ein bisschen Licht. Guck mal, schon wie schön und luxuriös das hier schon aussieht. Hier, Wahnsinn. Also hier würde ich auch sitzen. Aber auch, wie gesagt, schwitze, ne? Im Sommer, wenn hier die Sonne reinknallt, deswegen Klimaanlage wird hier extrem wichtig sein.
Also, wir haben mit 2000 angefangen. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir auf unser Geld wiederkommen, bevor wir investieren. Weil wir brauchen eine gute Bilanz. Das ist schon mal. Oh, Durst haben wir. Ich habe zwar was im Rucksack, aber. Ach, das ist wieder nervig, wenn man immer wieder um sein Wohlbefinden sich kümmern muss. Herrgott, noch einmal, ey. Dass sie das nicht einfach weglassen können. Komm, trink mal. Wir essen eine Cola. Das ist wieder fast voll, ja. Und ein Croissant. Was fällt denn da jetzt ohne? Was ist denn das hier? Was ist denn das da unten? Energie, oder? Wahrscheinlich. Oh, schon wieder hell. Schnell das Licht ausmachen. Das kostet bestimmt Strom. Also gefühlt geht das im Moment ratzfatz, dass die Computer dauernd besetzen. Also die sind ja ganz wilde drauf. Das heißt, wir müssen hier permanent, wir dürfen kaum rausgehen oder was, dann müssen wir hier wieder freischalten. Kann man da irgendwo was sehen? Automatische Registrierkasse. Die kostet 2.400. Erwerben Sie das Recht zur dauerhaften Nutzung des Kassenautomaten. Automatische Genehmigung? 850. Okay, das muss halt sein jetzt. Preis ein bisschen anpasse. 15,33. Ist aber noch geeignet, ne? Teuer. Lassen wir es mal stehen. Die gehen natürlich nicht, weil jetzt gerade jemand dran sitzt und neben mir jemand Geld in die Hand drücken will. Ja. Kasching, Kasching. Mülleimer, Mülleimer. Müllbeutel, Müllbeutel. Gut, dass ich 10 Müllbeutel gleich gekauft habe, ne? Wie gut, dass wir das gemacht haben. Ja, ich kann mir schon was vorstellen. Also wenn das so ein bisschen mit Supermarkt, so ein bisschen was verkaufe. Also mir wäre es fast lieber, wie. Naja, wie der Essen zu kochen, Kocheinstelle und der ganze Kram, ne? Wird aber auch bestimmt dabei sein. Kann ich mir gut vorstellen im Moment. Aber das werden wir sehen. Aber im Moment sieht es ja aus wie ein ganz normaler Supermarkt. Das habe ich aber wirklich. Ich musste ja wirklich. Da gab es ein Netzproblem in unserem Internetnetz hier in der Gegend. Ich musste aber dringend ein Video hochladen. Nicht hier für den Kanal, sondern für den Kunde. Und ich musste das dringend hochladen. Das war auch schon ein bisschen größer. Also bin ich in so einen benachbarten Ort gefahren, Internetcafé. Kann dir jetzt schon vorstellen, ne? Ganz klar in pakistanische oder in indische Hand, diese Cafés. Ist nicht weiter tragisch, ist aber so. Und mehr oder weniger auch rund um die Uhr geöffnet. Und da gab es dann die Möglichkeit, einen Computer zu mieten. Das ist blöd, dass man das nicht irgendwie gleichmäßig machen kann, ne? Der ist jetzt gerade besetzt, kann ich nicht machen. Naja. Gut, da war ich ja drin. Gut, dann konnte man halt seinen Computerbetrieb nutzen, seinen Online-Betrieb nutzen, was man gemietet hatte. Dazu ein Bier trinken, wenn du willst, oder ein Hotdog essen und so weiter. Oder auch einen Handy-Vertrag abschließen und da geht alles auf einmal in den Läden, ne? All you, what you want. So, die sind jetzt alle im Betrieb. Aber zumindest wird der Preis akzeptiert, das ist schon mal gut. Jetzt komme ich nicht dazu, an denen ranzukommen. Kann man die ausschalten? Nee, kann man nicht. Ja. Aber warum nicht? Das, upsa. Wir können uns ja hier aufbauen, dass es nachher seriös wirkt, auch ordentlich. Wenn das Game es zulässt, ne? Aber ich glaube gerade, das ist ja das, was wir sehen wollen, diese Kuriosität in dem Game. Aber wir müssen nicht schlafen, ne? Die Energie kriegen wir nur durch Fresserei rein. Das ist schon mal gut. Ja, es klingelt schon wieder. Der
das ist schon hier bei dem. Ich komme kaum dazu, den Preis zu erhöhen. Es läuft halt unser Geschäft, ne? Jetzt ist halt die Frage, ich meine, mit so einer Ausstattung kommen wir ja günstig weg. Jetzt müssen wir trotzdem erstmal Geld verdienen, das ist ja klar. Und es kommt nicht so extrem rein wie bei vielen anderen Games. Finde ich allerdings auch gut, ja, weil manchmal ist übertrieben schnell, dass man da Geld verdient hat. Aber offensichtlich bleiben die immer nur eine Stunde, ne? Dass mal einer so ein bisschen länger sitzen bleibt oder so, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber gleich hier automatisch nummeriert. PC 1, 2 und 3. Der will Geld da lassen. Jawohl. Level 4 sind wir schon unterwegs. Level 3 haben wir aktuell. Und jetzt kann man eigentlich nur abwarten, ne, was so passiert. Oh, das sind schon wieder mehr. Ich habe das gar nicht gemerkt. Zack, zack, zack. Ich habe mich jetzt nicht aufgepasst. 15.05 Uhr hatte ich mich umgedreht. Das saßen die aber schon dran. Wenn sie um 15 Uhr, mal gucken, ob sie um 16 Uhr aufsteht. Was auch hier eine Stunde ist. Ob das sich genauso verhält. Ja, aber da kann man sich schon vorstellen. Ich muss dringend viele Computer haben. Ne, Viertel vor. Ja gut, vielleicht waren sie schon da. Mal gucken, was wir beim nächsten Mal sehen jetzt. So, 15 Uhr. 16 Uhr. Zack, freigeschaltet. Ob sie wirklich eine Stunde bleibe. Ja, was ist dann? Ne, geht nur so. Na, Mann. Ja, ja. Klar, nächste Bereich, ne, hinten dran freischalte da noch, natürlich. Zack. Da kommt schon wieder jemand. Die ist fertig. War die jetzt wirklich eine Stunde da? Fast. Also kommt auch mit der Spielzeit hin, so ungefähr. Ach, 16:50, kommt jetzt schnell, schnell erhöhe. Jetzt hockt da schon wieder jemand dran. Das gibt's doch nicht. Hä? PC 3, ja. Aber da ist doch gar keiner da. Ach, das ist schon wieder so wie beim Closing Simulator. So vorbestimmt. Der Kunde war schon auf dem Weg. Da kann man nichts mehr ändern. Das heißt, der Platz ist schon blockiert, obwohl der Gast noch gar nicht da ist. Verstehe ich nicht. Zack. Jetzt sind wieder alle belegt. Na, komm schon. Ich muss am besten hier warten, bis der aufsteht. Verbleibende Zeit. Ah, der steht auch die Zeit. Vielleicht ist es soweit, dann kann ich auch den Preis wieder anpassen. Nee. Der ist schon wieder belegt. Der ist schon wieder belegt. Also unfassbar. Naja, das sind diese Art, wie die Entwickler wahrscheinlich sowas programmieren, dass der belegt wird, ne? Der wird, irgendein Kunde wird dann als nächstes dann im Computer, im Skript sozusagen für das Game, schon wieder damit beauftragt, zum Computer zu gehen und da wird einer von denen ausgewählt. Und zwar einer, der verfügbar ist. Und deshalb gilt er schon als belegt. Wir haben 1030. Das kaufe ich jetzt. Ich glaube, das macht. Oh, das kostet jetzt viel Geld. Scheiße. Oh nein. Aber das muss sein. Der Kassautomat ist ja noch teurer, ne? Da würden die alle, weil da könnte ich hier nur noch hier rumstehen und zugucken, ne? Aber das Freischalten ist natürlich doof. Oh, jetzt habe ich das Licht gar nicht ausgemacht. Tagsüber. Das bringt. Ja. Dann bringt mich das schon auf die nächste. Mein Kommentar, Taschenrechner, was? Tatsächlich. Videoplayer. Hä? Achso, jetzt habe ich es angemacht. Das muss man ja aktivieren. So, dann geht das, wenn schon mal von alleine. Die stehen das wahrscheinlich schon neben mir. Muss ich, Foto habe ich, kann mal gucken, ob sie auch
Rechnungen, Aussteller gibt, Stromverbrauch und so weiter. Läuft der? Hä? Videoplayer? Library? Das läuft. Ui, toll. Ui, wie toll. Dann lassen wir die Ruhe. So. So, Kasching, Kasching, Kasching. Jetzt muss ich schnell wieder gucken, dass wir mal auf Geld kommen. Herrlich. Gut, sehr gut. Das geht schon mal automatisch. Die erste erfolgreiche Investition, die schon mal gelohnt hat, auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, hat's eilig, er muss weg. Heim zur Familie. Man kann nicht immer nur zocken. Ob er das Boxe brauche, ob er auch sowas bekommt. Einkommen, Ausgaben, was war das jetzt, Minus oder nicht? So, jetzt haben wir endlich haben wir den Preis jetzt erhöht hier. Finde ich aber cool, ne? Nicht währenddessen können wir die Preise erhöhen, weil das wäre hier unfair. Jetzt wissen es halt alle. Und jeder kann es akzeptieren oder nicht. Ob er den Computer dann für den Preis benutzen will. Zack. ...50 freundliche Gesichter haben wir jetzt schon den ersten Steam Award bekommen. Naja. Unfassbar. So, dann machen wir einen kurzen Schnitt da rein. Und dann gucken wir erstmal, dass wir wenigstens wieder mehr Geld verdient haben. Und mal gucken, ob wir da noch was investieren können. Sehen wir uns dann gleich wieder. Kommt in einer Sekunde. So, jetzt haben wir wenigstens wieder ein bisschen Geld wieder angesammelt, $621. Naja, mal gucken mal, das wird schon noch werden. Wir sollten auf jeden Fall mal gucken, wie wir dann hier, wann wir hier zum Shop kommen oder wie das hier weiterläuft. Ob das eine Levelstufe erforderlich ist oder so. Da haben wir ja nichts gesehen, Terminal, das werden wir dann sehen, was da dabei rauskommt noch. Das läuft gerade, das war schon wieder, ja. So. Ja, der, also, was war das? 2400. Das ist natürlich teuer, teuer, teuerst. Ich komme gar nicht zum Gucken. Ja, Webbrowser. Gucken wir mal. Walmart. Walmart Lebensmittel. Aha. Ach, Chips könnten wir schon kaufen, theoretisch. Okay. Noch ein bisschen mehr sogar. Brot. Wasser. Das ist jetzt logisch für so ein Internetcafé wäre das jetzt erstmal wichtiger natürlich. Snack, Chips, ja, auf jeden Fall auch. Brot ist jetzt ein bisschen, naja, gut. Blondes Bier. Blondes Bier, das ist sehr gut. Das sind, was? Mittagsfleisch aus der Dose. Mittagsfleisch? Ah, die meinen Frühstücksfleisch, meinen die. Aber das ist noch nicht freigeschaltet. War Alkohol schon? Nee, auch noch nicht. Da unten ist noch gar nichts. Orange, Obst. Ganz, ganz wichtig für Internetcafé. Das können wir schon kaufen, okay. Zigarettenpapier, was? Das ist doch, diese Wischtücher sind das doch. Oder Toilettenpapier sogar. Das ist Toilettenpapier. Zigarettenpapier haben die, wir hatten das wieder, ach du meine Güte, Bleichen. Wer hat das bloß wieder gemacht, ey, das gibt's doch nicht. Ist das jetzt ein gutes Gedanke, gut oder nicht? Was hat denn die für einen Kopf? Oh, also ich sehe schon wieder so Wischroboter, der hier rumläuft. Und keine Ahnung, und oder Personal kann, wie auch immer. Ne? Das gibt schon wieder so eine nervige Aktion hier, ohne.
So, haben wir direkt wieder Erfahrung gewonnen. Nee. Nutzt nix. Aber wir kriegen nochmal 3 Erfahrungspunkte für, ne? Guck mal, wir sind schon Level... Aufs Level 6 gehen wir schon so, Level 5. Das ging, habe ich das gar nicht gesehen, das ging flott. Da kommt wieder einer zum Bezahlen. Bewertung 2,2. 2,5 habe ich ihn gesehen, also da sind wir offensichtlich schlechter geworden. 2,24, naja, gut, das muss man jetzt mal nicht so ernst nehmen. Gerade am Anfang lege ich keinen Wert auf Erfahrung. Hauptsache, dass die Leute einigermaßen was kriegen für ihr Geld. Das ist mal wichtig, im Moment. Da kommt der gerannt. Ja, dann würde ich sagen... Nee, das machen wir gleich. Irgendwie müssen wir erstmal gucken. Rechnungen? Ah ja, genau. Online-Mitarbeiter. Reinige. 80 pro Tag. Ja, das ist jetzt im Moment zu früh, aber gut zu wissen. Gut zu wissen, gut zu wissen. Das brauchen wir auch bald. Das haben wir schon gesehen. Schilderdesign. Ah, da können wir das ein bisschen veranpassen. 3000, ja, da geht es hier noch in die Tausende. Das nutzt im Moment gar nichts. Frachtroboter. Reduziert der Preis. 39.999,99. Verschiedene Güter. Ja, was müssen wir ausliefern? Einarmiger Bandit. Ne, das kann man hier drin spielen. Hauskauf. 259.999. Das ist aber echt günstig, was ich hier anbiete. Aber hier war es eine Villa hier, ne? Das ist also unser Ziel in dem Game, sozusagen. Arbeitsbereich, Upgrade. Ja, okay. Das ist jetzt im Moment. Aber ich glaube, neben mir stehen schon wieder. Boah. Komm schon, komm her. Da, lass alles falle, genau. Lass es ruhig liegen. So, was haben wir hier da? Supermarktregale. Supermarktregale, da haben wir schon eins. Ja, ist das immer so teuer am Anfang. Aber das kaufen wir schon mal. Da kommen sie. Also wenn er das auch so wirft, wenn er das auch genauso wirft, wenn wir später, ich glaube, das machen wir erstmal daneben hin. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann erweitern. Also wenn er das auch so wirft, wenn wir unsere erste Bierlieferung bekommen, dann gute Nacht, ne? Dann sind die Flasche alle kaputt. Kasching, Kasching, 733. Ja, zumindest bringen die uns wenigstens mal ein bisschen Umsätze. Jetzt versuche ich mal auf jeden Fall das Regal mit Produkten zu füllen, dass es da schon mal zur Sache geht. Oder brauchen wir dann eine Registrierkasse? Was würden die überhaupt kosten? Was war dann das? Registrierkassenausrüstung 550. Kasse im Supermarkt. Ja, man muss sich den Artikel drüber ziehen. Ich glaube, das wird wichtig sein. Aber ich glaube, die Investition ist jetzt hier angebracht. Weil es macht ja dauernd Kasching, Kasching. Also da können wir uns auch mal was trauen. Ist halt wichtig, ne? Ah, Supermarkt freigeschaltet. Ja klar, ich habe mir so fast gedacht. Die Kasse war also wichtig. Wo ist unser Schreibtisch da? Dass wir noch ein bisschen uns bewegen können. Weil hier eigentlich ganz cool. Die kommen hier zum Bezahlen. Also verdammt, bin ich froh, wenn da der Automat da ist, dass die Computer sich automatisch amortisieren. Aber es muss erstmal ein bisschen... Upsa. Machen wir ein bisschen Licht an. Komm, eine zweite Lampe. Die zweite Lampe holen wir noch. Wenn wir schon wieder dabei sind, Geld zu verlieren. Machen wir zwei. Komm, scheiß drauf. Jetzt ist es eh egal. Jetzt machen wir Business.
Kommt der Stapler auch nachts gefahren? Ich hoffe es doch. Ja, da kommt er. Nur, dass hier ein bisschen heller wird in der Nacht. Die will bezahlen. Kann man die versetzen? Bisschen ungleichmäßig da oben. Da wäre ein... Ja, komm, dann machen wir es hier in die Mitte. Und die bisschen von der Wand weg. Ja. Besser, 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 besser. Wie kann man eigentlich speichern? Fortschritt speichern. Gerettet. Okay, gerettet. Das ist schon mal ein gutes Synonym. So, dann gucken wir mal. Also erstmal in erster Linie ein bisschen Geld verdienen, dass Geld wieder nach oben geht und dann machen wir hier weiter. Dann werden wir hier investieren, gucken, dass wir den Shop hier zum Laufen bringen. Vielen Dank.